1700 Personen passen in dieses Zelt. Und weniger Platz dürfte dort auch keinesfalls sein. Denn der Ansturm zum Fest des Jahres in Neustift im Mühlkreis war vergangenes Wochenende groß. Etwa 12.000 Gäste kommen im Durchschnitt zum viertägigen Festmarathon. Auch heuer wieder und das bei richtig schlechtem Wetter. Trotz angekündigtem Dauerregen war Absagen für die Veranstalter aber keine Option. Denn das Fest gilt im Mühlviertel mittlerweile als Tradition. Und das seit über 35 Jahren. Wir haben natürlich das Ganze auf einem asphaltierten Platz. Das heißt, es ist nicht tragisch. Und dort, wo das Zelt ist und so, das Barzelt, da haben wir einen Hockschnitzel aufgestrahlt, dass das natürlich nicht so dreckig, wie es ausschaut. Damit beim Fest des Jahres dann wirklich alles reibungslos abläuft und alle Gäste trocken bleiben, braucht es viele helfende Hände. Ja, von den Arbeitsstunden ist schwierig zu sagen. Also wir haben ungefähr 200 Arbeiter in diese vier Tagen. Wobei manche natürlich öfters arbeiten, manche weniger. Ja, im Endeffekt sind es 5 Vereine, die das Ganze machen. Das sind die 2 Feuerwehren, die was wir haben, die 2 Musikgruppen und der Sportverein. Die Stimmung haben sich die Feierwütigen vom Wetter jedenfalls nicht vermiesen lassen. Und für manches braucht man hier schließlich auch nicht unbedingt strahlenden Sonnenschein. Es sind da verschiedene Stangen und da sind Gurte dran, da muss ich anhängen und die Hände muss ich nicht laufen da. Und dann kannst du nur mit den Füßen spielen. Andere Highlights sind natürlich das Fußballturnier, wo wir heuer gehabt haben mit 30 Mannschaften, obwohl das Wetter nicht so optimal war, aber aus 6 Nationen waren da, die weitestgereisten waren Belgier. Trotz Matsch und Regen haben sich über 30 Hobbymannschaften auf den Rasen getraut. Wir sind die letzten 10 Jahre immer zu Freizeitturnieren nach Leipzig gefahren und da hat uns keinen Spaß mehr gemacht. Da habe ich im Ende bei Google eingegeben Pfingstturnier und bin auf dieses geile Turnier hier gestoßen mit diesem geilen Festzelt. Hammer! The winner takes it all. Ja, wir haben das Turnier gewonnen. Der Rest der Mannschaft ist im Zelt schon versagt, alle kaputt. Wollten ein bisschen was essen, dann ruhen wir uns aus, dann machen wir uns alle schick, wie wir es ja sind eigentlich. Nur jetzt gerade nicht. Ja, und dann gehen wir heute Abend aufs Zelt und zeigen mal, was die Zeller so tanzen können. Tanzen, Kicken und Feierstimmung. Das war das Fest des Jahres 2015. Und eines darf bei einem typisch oberösterreichischen Zeltfest scheinbar auch nicht fehlen. It's all about the beer. Moment for the rest of our night. I am not going to stand on the wall.